Seid ihr bereit? Es ist soweit. Hier kommt The Last Stand. Oh boy. Das wird schlimm. Ich kann mich halt nur noch an die letzte Mission mit dem Leuchtturm erinnern. Alles davor ist halt... Genau, ja, das war's. Das war eigentlich auch alles davor. War das echt nur die eine? Nee, es gibt zwei. Es sind zwei Missionen, ja. Erstes ist mit dem Schrottplatz, glaube ich, und zweites ist mit dem Leuchtturm. Naja, Generatoren und so. Unsere besten Freunde, ja. Sag mal, sie haben sie ja auf dem Plakat aber auch überhaupt nicht gut getroffen, hey. Was, Zoe? Ja, ist ein bisschen seltsam aus. So, ja. Aber hey, wir freuen uns aber auch nicht halt. Ja. Und vor allem, hier sind jetzt wirklich alle Charaktere dabei. Also, das glaube ich zumindest. Also, ich glaube, kanonisch ist Last Stand, glaube ich, eine Kampagne aus dem Left 4 Dead 1, oder? Kanonisch gehört es, glaube ich, nicht her. Dazu. Ja, aber nee, Reihenfolge her, meine ich. Riverside Park, Picnic Grounds and Swimming Area. Oh fuck, ach, die war das. Okay, ja, die ich war weiß, oder? Ja. Yep. Wie komme ich jetzt? Achso, der andere falsch. Boys, we're back! In unserer Lieblingskampagne. Ja. Mal gucken, wie viele versuchen wir diesmal rum. Ich finde Last Stand aber so ist halt schwierig, aber finde ich eigentlich echt cool. Also, das ist eine coole Map auf jeden Fall, ja, ist halt scheiße schwer. Also das Ende ist halt ziemlich schwer. Ja, das Finale ist wirklich, hat's in sich. Wo bist du noch nach dem, das erste Mal, was glaube ich, wo wir die geschafft haben? Also die erste Mission hier, wo glaube ich, warst du das Ultimate, wo alle von uns tot waren und nur noch du übrig warst mit irgendwie zwei AP, das und den kompletten Stück nach dem Schrottplatz einfach alleine durchgerannt ist. Einfach alleine gekoppelt. Lebt noch, lebt noch. Gut, jetzt sind wir. Oh, shit, ja. Ja, also irgendwie wirkt diese Map schon nostalgisch auf mich. Ja. Ich meine, somit hat's ja, mit dieser Map hat er eigentlich unser Left 4 Dead angefangen. Ja, und auch die Inspiration, dass wir mal die Story von Anfang bis Ende durchspielen. Und so gesehen wird diese Map, ja, das ist meins. Ich hab euch nur beraten, wo die hingeht. Das Tolle ist, wenn man das irgendwie nostalgisch nennen, ich würd's PTSD nennen, aber... wir meinen das Gleiche. Ja gut, PTSD ist ja eigentlich nur negative... Nostalgie. Negative Nostalgie. Ich sollte auf uns sprechen, nein, bevor ich noch gecancelt werde. Ja, ansonsten heißt es, wenn du dann großer Streamer bist, halt in keine Ahnung, in 40 Jahren, zwei Jahren oder so. Oh, er hat vor 2 Jahren was Kritisches gesagt und dann wirst du halt gecancelt halt. Ja, klar. So funktioniert das. Das ist so ein Vietnam-Veteran, ja, ist einfach nur Nostalgie. Das ist kein Problem. Sehr empathisch. Das ist halt gut, dass sich momentan die Streams halt dann nach 2 Wochen löschen halt. Aber weiß hoffentlich nicht. Macht keiner davon einen Clip halt. Tja. Ach, Clips kann man auch löschen. Außerdem wird das Ganze sowieso in so, keine Ahnung, 4 Jahren auf YouTube hochgeladen. Looters will be shot. Oh, das ist ein bisschen schlecht gealtert, aber okay. Schon wieder mit diesen kontroversen Themen. I don't know which way. Okay, Uhrzeigersinn, so schnell wie es geht. Sobald wir da sind. Was macht denn Francis schon wieder? Francis Dinge. Einfach ignorieren. Hashtag just Francis things. No. Mein Navi juckt. Ich brauch grad noch keins. Ja, wir brauchen gerade keine. Hä, das ist aber selten. Ja, ich hab nicht einfach noch. Dann. Oh, guck mal da, Charger. Jetzt hat man es drauf beschworen. So weit so schlimm. Weapons? Over here. Weapons? Ein Deckel. Wo?
Hab ich ja irgendwo eine Witcher, oder? Da ich hier. Ich hab einen Boomer. In der, bei der Olden hier. Mit den Packs. Hallo hier. Da unten. Wegen der Deagle Weapons. Ja, Weapons. Weapon 1, Deagle. 4 Shotgun, Munition, sehe ich gerne. Ich würde gerne den Boomer noch zur Seite räumen halt. Medipacks und Pills. Wo ist er denn? Mit einem M4. Ah, oh, was denn jetzt schon wieder? Ich muss wie immer Francis babysitten. Okay. Unsere bewährteste Taktik war eigentlich im Uhrzeigersinn einfach genau. Anmachen und. Im Uhrzeigersinn einmal rum und dann was das. Ja, wartet mal noch. Vielleicht, dass ich Francis halt in das Medipack hier mitnehmen kann. Oder wollt ihr, braucht noch jemand Pillen? Wir haben ja auch noch M4s im Angebot und Shotguns. Du hast unnormal viel Vertrauen in unsere NPCs. Das ist jetzt Medipack so. Ja, alle Waffen. Ja. Okay. Ich hab Medipack, ich hab Waffen. Was soll das? Okay, Uhrzeigersinn einmal drauf. Das ist nicht im Uhrzeigersinn, aber das ja, ist. Ja, gegen Uhrzeigersinn, natürlich. Natürlich. Ich werfe deine Pipes, aber jetzt schon wird halt. Ich hab auch noch eine dann. Sicher, dass wir hier stehen wollen? Anmachen. Anmachen, gut. Und weiter. Bitte irgendwo da hinten. Ja. Auch nicht. Schieß den Scheiß bitte ab, du Trottel. Okay, einen noch. Hunter auf mir. Ich mach auf den Pfeil. Hunter auf mir. Wo bist du? Boah, ich. Verteidigt mich mal schnell, wenn ich mich heil. Ich muss mich auch heilen gleich. Ja. Also entweder rennen jetzt oder. Ja, heilen. Rennen. Beides geht nicht. Okay, doch heilen. Ah, Jockey! Jockey! Hilfe! Hilfe! Wo bist du? Okay. Ja, ich. Alles okay. Gleich macht's rums. Was, ein bisschen Muni wäre nochmal ganz bequem jetzt langsam. Ja. An den Bagger nochmal. Bagger, ja. Ich mach. Bin dir voraus. Kaboom. Go. Glaub ich, hier kann ich mich doch nochmal kurz heilen, oder? So, jetzt gerade. Jetzt haben wir gerade einen kurzen Moment zum Dorfmann. Okay. Sind wir soweit? Munition ja. Hier und Medipacks. Ne, ein Medipack. Schön. Just keep running. Ja, Friends hat da hinten Spaß. Ja, das ist eine gute Ablenkung. So, und jetzt haben wir geradeaus durch. Ja. Jockey am besten mitnehmen, wo immer der ist. Francis ist da irgendwo ganz hinten. Ganz ehrlich. Lass Francis sein. Ja, das der Kerl regt mich auf. Der Pulszombie ist von uns weg. Der wird schon noch erscheinen oder halt nicht. Der wird sich noch sacrificen, so wie Bill es getan hat. Ach, wir müssen hier gar nicht hoch. Oh shit. Weiß ich gar nicht. Ah ne, hier dann. Autsch, mein Knöchel.
Safe House. Ich warte dann schon beim Safe House auf euch. Ja, ja, wir sind auch gleich da. Also. Oh, Hunter, nimm Safe House. Ach. Okay. Ah, lief erstaunlich smooth. Ja, Schlimmste kommt das noch. Ja. Warum hat Francis die meisten Kills? Was ist da passiert? Er ist einfach zurückgeblieben und hat die Kills geklaut. Ja, eben. Hat ein bisschen gefarmt. Hm. Finde ich schon frech. So, da wir ich ja wir Medipacks im Überfluss haben, heile ich mich jetzt. Ja, ich habe keins mehr. Noch ja, ich viel zu viele Medipacks, ne? Heile ich mich gerne mit. Medipack nehme ich mit. Vor allem, wenn man in so einem Safe House ist, wieso würde man halt gehen? Du hast ein Lagerfeuer halt. Ne. Das ist, hier ist es halt einigermaßen hübsch halt. Wer sagt, dass sie es verlassen haben und nicht geturnt sind? Strom? Oder du hast sogar hier ein Bad mit einem glänzenden Klo halt. Da haben sogar Axt Strom, aber ist doch ein Licht. Ich hier, weiß oder? Nicht, der Spiegel ist ein bisschen trüb, aber ansonsten. Nee, das ist doch hier. Ja, hier liegt jetzt noch ein Medipack übrig, wer will noch? Oder einfach noch heilen? Ich hab auch eins, also Francis müsste es mitnehmen halt. Ja, Francis nimmt's halt nicht, deswegen schlage ich halt vor, dass ich Ultimate einfach halt und. Ich hab mich aber gerade halt schon geheilt. Ich hab mich halt. Also ich kann mich auch gerne nochmal heilen, aber. Okay, danke mal. Okay, Mädels. Das Finale von Left 4 Dead, let's go. Ich werde schon wieder von allen Seiten klabustert. Zoe! Jawohl, und da, jetzt da ist doch dieser Leuchtturm. Ja, da kommen wir jetzt. Ja, wo wenn du aus dem zweiten Stock rausspringst, dann bist du sicher, wenn du aus dem dritten rausspringst, dann bist du einfach instant tot. Ja. Nee, du bist nicht instant tot. Instant tot wäre okay gewesen. Du hängst da dran. Viel schlimmer. Ja, du hängst dran. Instant tot hätten wir dich wieder retten können. Ja, stimmt. Das ist gerade ein Jockey runtergefallen. Ich hab's gesehen, ja. Hallo! Hallo! Hört ihn auch noch oh, irgendwo. Oh, hier ist eine AK. Oh, AK nehm ich gerne. Nee, ist das eine AK? Nee. Sieht ein bisschen anders aus. Nee, ist eine SMG. Nee, es ist kein SMG, was ich hier hab. Bei mir schon. Das heißt, du hältst eine AK in der Hand. Du hältst eine AK, ja. Es sieht aber ein bisschen anders aus als eine normale AK. Hm. Wo ist das bitte? Direkt neben dem Jockey halt. Okay, Wo ist der Jockey? Gehen wir weiter. Der ist einfach da runtergesprungen. Ja, weiter geht's, ne? Ja, genau. Okay. Ich hab schon gedrückt. Hand auf mir. Gibt's doch. Leroy! Autsch, ein Knöchel. Du kannst halt auch nicht runterspringen, ohne Schaden zu nehmen. Ich bin runtergesprungen, ohne Schaden zu nehmen. Was? Du hackst. Waffen? Und Defi? Defi, hallo. Ja, wenn Francis so lieb wäre, den mitzunehmen. Ja, ich kann mich heilen und dann nehme ich den. Ja, guter Plan. Watch my back. Ach. Looks like people went this way. Ja, und jetzt hat kommt. Oh ja, jetzt kommt's. Jetzt kommt der größte. Wenn halt im Realism-Modus die Munition halt angezeigt wird, halt. Yep. Ja, dann weißt du, dass es schlecht wird. Okay, mein Inventar ist eigentlich soweit voll und mir fehlen nur noch Pillen. Hey, Pillen! Medipacks habe ich. Wollen wir uns dann wieder ganz oben auf dem Leuchtturm verschanzen? Scheiß der Bären im Wald. Ja, warte mal, schaut, lass mal noch auch schon ab, wo ist denn überhaupt die Pilze gefunden? Hier sind noch ein Adrenalin bei mir, beim Generator. Wo hattet ihr die Pilze gehabt? Da ist Adrenalin habe ich hier, aber ich habe ein Monster-Sio. Ja. Auf dem, im Haus oben auf dem, über dem Ofen liegt noch ein, liegt noch ein Molotov. Pipe, ja. Ich hab auch eine Pipe, Ich werd mal ein Medipack lieber mitnehmen. Ja. Der Defi liegt dann hier unten bei dem bei den anderen Medipacks. Ich hab jetzt zweimal Pillen beim Generator.
Wo waren da Pilze? Zweimal Adrenalin. Hier unten. Ja, okay, Adrenalin habe ich schon. Ja, okay, nee, Adrenalin habe ich schon. Pilze bräuchte ich nicht. Ja, Pilze lagen da trotzdem halt auch. Ja. Sind wir soweit. Okay, dann ich gehe schon mal hoch. Ihr könnt den Generator... Ja, ihr beiden geht hoch. Wer bereit seid, dann schmeiß ich das Ding an und dann... Alles klar. Schaffen wir es First Try. Genau. Okay, ich glaube, wir sind oben. Let's go! Let's go! Adrenalin pumpt. Da kommen sie! Ein letztes Mal hoffentlich. Kleiner Pipe raus, oder? Sobald die ersten auftauchen? Nein, noch nicht. Noch nicht. Was bräuchte denn hier eigentlich schon wieder? Ja, irgendwo Pipe erst, wenn's kritisch wird. Da unten kommen sie. Von links kommen sie, ja. Weggesniped. Wenn ich hier hochkomme, ist böse. Hey, wer hat den Geländer weggemacht? Ja, Geländer weggelehnt. Hallo, ich hab dich da runtergeschubst. Nicht schummeln daher. Ich hab einen Smoker runtergezogen. Oh, ja. Eingang, ja, ich komme wieder hoch. Schaffst du's? Der Feuerschutz? Ich bin hier drin, Moment. Sag schon, wenn du einen Pipe. Ich werfe eine Pipe. Ja, gute Idee. Nee, ich bin oben. Kein Problem. So, kleine Entlastung. Sehr schön. Munition wird knapp. Noch zwei Magazine. Na, ich hätte beim Hochgehen Muni mitnehmen sollen. Was hättest du? Ich hätte beim Hochgehen Muni mitnehmen sollen. Ja, dann würde ich sagen, einer holt jetzt Muni. War in der Küche, oder? Also nee, direkt vor uns auf diesem Balkon. Okay, Tank kommt. Wo? Ich weiß noch nicht. Direkt unten war an der Klippe, glaube ich. Ja, an der Klippe, da hinten. Ganz weit weg noch. Ich sehe ihn nicht, aber ich sehe, wo Leute hinschießen. Ich schieße da auch mal hin. Ich wollte nur zeigen, er muss jetzt den Muni schon verschwenden. Ja, dann hole ich jetzt schnell Muni. Auf den Balkon, jawohl. Ja, klettert doch noch langsamer runter. Hä. Ja, jetzt kommt er ein bisschen nahe. Lass mich hoch. Beschütz mich. Yes, ja. Sehr schön. Jetzt brauche ich Muni. Das Boot ist da, ja schon? Ich werde mich kurz heilen. Bitte irgendwo hinter uns. Ja. Ich habe einen Smoker auf der Klippe, rechts vom Leuchtturm. Ich bin auf dem Leuchtturm. Stimmt, und ich habe einen Smoker. Hallöchen. Lange. Ich sehe dich nicht. Nee, mich hat Stimmt, aber ich muss nicht oben Benzin. Machen. So, runterschmeißen. Okay. Wie wollen wir es machen? Erstmal sammeln oder? Ja, ich würde sagen, erst einmal sammeln. Bevor wir uns dann Stress machen. Also wenn halt einer dann versehentlich jetzt einen Gaskanister in dem Raum anschießt, dann sind halt alle weg. Ja, dann halt einfach nicht machen, ne? Okay, ich habe hier viel drin, ich fische mal auf. Nein! Ja. Schau mal, wie weit weg die anderen noch sind halt. Ja gut. Ich renn mal zum Linken hin, ja. Wir sollten ich auch irgendwie zusammenbleiben, wenn es geht. Ich hätte auch eine Pipe als Ablenkung. Kann der Jockey mal sterben? Also, wir zwei sind jetzt auf der Straße. Okay, die beiden, die müssen mal zusammenbleiben dafür, ja. Jeder eine und eine zur Deckung? Ja, klingt gut. Ah.
Go, 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 go. Okay, wir nehmen den letzten. Wie komm ich da rein? Wie komm ich da rein? Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich okay, hab's. Okay. Jetzt sind noch Pipestone übrigens drin im Haus. Okay. Boomer, den muss jemand. Oh, mich hat ein Splitter. Ich seh dich nicht. Ich seh dich nicht, ich seh dich nicht. Da! Im Gebüsch, da wo der ist, Container liegt. Ja! Oh nein! Genau da wo ich. Da ich brenne, ich bin down. Ja. Kann mir jemand aufhelfen? Bitte, bitte, bitte. Ich seh nix. Ich brenne im Gebüsch. Leute! Ich seh nichts! Leute. Francis, du stehst über mir! Francis! Danke. Okay, ich zeige dich auch von unten. Ja, wir brauchen mal einen Kanister von unten. Ja, geh mal gleich. Okay, dann halt nochmal. Das spawnt der Zombie Check. Einfach so in der Straße. Jockey von links. Im Gebäude sind noch Pipes drin, da können wir noch welche mitnehmen. Jockey auf mir. Okay. Lebt noch. Ich hab noch Pipes halt. Der lebt noch irgendwo. Der Jockey lebt noch. Gut, Jockey down. Leute. Scheiße, Francis. Komm, gleich geht's mal zum Generator. Ja. Ich fülle auf. Okay. Mich hat schon wieder ein Smoker! Piss dich! Alles. Dum. Das ist Speedrun. Shit, ich hab keine Money mehr. Zum okay, Boot. Hoch! Zum Boot. Ein Boot? Jetzt schon? Ja. Okay, ab zum Boot. Na, ich hätte auch direkt die Medipacks mitnehmen können. Ja, hätte ich auch machen können, aber naja. Wo ich oben bei der Munition war. Warum sind hier so viele Zombies und wieso habe ich so wenig Leben? Tank kommt auch. Oder ist einfach nur die finale Musik? Seid ihr schon unten? Wir sind unten, ja. Okay, ich komme gerade die Treppe nicht runter. Moment. Schmeiß ein Pipe? Ne, noch nicht. Da oben ist ein Tank. 5 Schuss. 2 Tanks sind da oben. Ich hab die gerade gekonnt verschwendet. Oh shit. Komm mich heilen. Ja, komm nur. Schitte. Das fällt nicht so viel aus, Alter. Ein Tank da. Gut. Zwei down. Nächster Tank da. Oh, und jetzt? Kommt das Boot? Jetzt stehen wir hier. Wie bestellt und nicht abgeholt. Das Boot ist da. Das Boot kommt. Oh mein Gott, ich schmeiße Pipe. Ein letztes Pipe und ein Jockey kommt. Oh mein Gott, wir haben's. Wir haben's wirklich First Try geschafft. Oh mein Gott. Ja, aber dann noch kommen wir nicht aufs Boot. Ja. Easy. Oh. First Try. Was? Wie lange lässt der Jockey da? Und Alter. Macher von Attack on Titan. So sieht eine finale Season aus. So sieht's aus, nee. Leute. So muss das sein. Schön in einem Durchgang durch. Easy. Oh, Freunde, hat eine Menge Spaß gemacht. Ach, es war eine lange Reise, ja, aber jetzt das Finale, das hat's alles wert gemacht. Ja, vor allem, weil wir es auf Anhieb geschafft haben. Das auf zeigt Anhieb. Einfach, wie gut wir geworden sind. Ja, durch die ganze Kampagne, ja. Weil... Als wir mit Left 4 Dead 2 angefangen haben, dann haben wir halt wirklich halt mit diesem Level angefangen, weil es halt damals neu war. Und haben halt wirklich ungelogen was 3-4 Stunden dran gehangen. Ja.
Ungefähr so. Ja, und jetzt First Try. Weile. Easy. Easy peasy. Weil wir eine Strategie hatten jetzt. Ja, weil wir einfach, unsere Strategie war einfach, wie gut. Ja, einfach gesagt am Anfang so, jetzt machen wir das einfach. Und dann funktioniert es halt auch, weil wenn du halt nicht sagst, dass du das jetzt machen willst, dann weiß halt keiner, was los ist. Ja, dann läuft das genau. Natürlich auch nicht. Genau. Ganz genau. So sehe ich das auch. Schade, Headshot Percentages. Ja, Francis der Hacker. Ja, Francis hat einen Aimbot. Ich habe schon immer vermutet, aber das war ziemlich eindeutig. Ja. So, hier sind wir. Freunde, habt ihr noch was zu sagen zu Left 4 Dead 2? Nope. Ja, es war eine Ehre. Es gibt halt nichts zu sagen, was nicht schon gesagt wurde. Also ja, supergeiles Spiel ist. Wie alt ist das Spiel jetzt? 16 Jahre, glaube ich, ne? Irgendwie sowas? Ja, gut, kommt drauf an, Left 4 Dead 1 oder 2. Ja, Left 4 Dead 2. Ich glaube, das kam 2009 oder so, 2008, ich weiß nicht. Jedenfalls, das Spiel, das ist einfach gealtert wie ein guter Wein. Ja, es ist 13 Jahre altes Spiel. Es ist gealtert wie ein guter Wein. Ich kann es jedem empfehlen. Also, ja. Zeitloser Klassiker. Ja. Hat viele andere Spiele auch geprägt und, ja. Vor allem mit Lilo und den Anime-Charakteren. Ja, genau. Das ist auch ein, wie gesagt, einfach am Zahn der Zeit halt. Das hat auch sehr viel geprägt. Ich bin mir noch nicht sicher, was, aber. Ja. Na ja, gut, für meine YouTube-Zuschauer würde ich dann sagen, ich bin Ultimate Despair. Ja, das ist eigentlich der Teil, wo ihr dann auch noch mal euch verabschiedet. Okay. Ich bin nicht Ultimate Despair. Ultimate Despair und Extras. Ja, schaut vorbei beim nächsten Mal und man sieht sich. Live.